Hi, hallo und herzlich willkommen heute zu einem Barco VDE Schraubendreher Spezial. Aufmerksame Zuschauer meines Kanals wissen, dass wir im Moment den weltbesten VDE Schraubendreher suchen. Ich habe die Firma Barco ja schon mal in einem Spezialvideo genauer beleuchtet. Da gab es unter anderem den tollen Winkel zu gewinnen und den gibt es heute auch wieder zu gewinnen, wenn ihr den Hashtag raushört und in einen Kommentar unter dem Video platziert. Seid ihr mit beim Gewinnspiel dabei. Weitere Informationen sind auch in einem Link unten in der Beschreibung. Und ich habe beschlossen, dass ich die anderen Gewinnspiele der VDE Schraubendreher alle gemeinsam in einer großen Tombola verlost. Das heißt, bei Viha und Vera VDE Schraubendreher habt ihr auch noch die Chance, einen Gewinn abzuräumen. Und wann das passieren wird, das kann ich euch noch gar nicht genau sagen. Wahrscheinlich so Mitte des Jahres, nachdem wir alle VDE-Marken beleuchtet haben. Da kommen nämlich nur einige, und zwar wird da Felo noch dabei sein, Farcom noch dabei sein, Fessel noch dabei sein und viele mehr. Aber heute geht es um Barco. Lange Rede, fast keinen Sinn. Und schon kann es losgehen, nichts riskieren, abonnieren. Also, ich habe diese tollen VDE-Schraubendreher gefunden. Die sind relativ preiswert. Ja, die sind ein Stück geprüft nach der IEC 60900. Da gibt es auch eine Norm dazu, die IISO 8764 oder DIN 5260. Und die sind hier schön markiert und gelasert. Das sind die B179. Und da gibt es in einem, wie schon gesagt, preiswerten Set Klingen aus Hochleistungsschnellstahl, sagen die Schweden. Und die liegen hier vor uns auf den Schneidematten und haben eine ganz besondere Form. Also die haben einen Zwei-Komponenten-Griff. Innen hartes Kunststoff, außen eher so Gummi. Hinten ein Loch. Ja. Schlagkappe haben sie keinen, brauchen wir vielleicht auch nicht bei VDE, oder vielleicht wäre es ja eine tolle Ergänzung, dann könnten wir mit den Schraubendrehern alles machen. Und die haben da vorne eine Isolation, die ist aber also nicht slim, sondern etwas abgesetzt. Und in dem Fall ist in dem Set dabei ein Philips 2x100, ein Philips 1x80 und ein Philips 0x75. Was für Klingen sind in eure Favorites? Es gibt ja auch diese Plus-Minus Pozzi-Drive im Allgemeinen und noch viele mehr. Und wie lang müssen die vielleicht sein? Ich habe halt festgestellt, dass die relativ schlank sind und das kommt eigentlich ganz gut an bei euch. Und ich meine, das könnte so ein bisschen ein Preis-Leistungs-Hit hier sein. Die haben hier vorne auch so ja, schöne Kuhle, dass man da auch schön andrücken kann. Und hier haben die einen ganz besonderen Schlitzschraubendreher mit dabei, das auch markiert. Und es steht oben, dass das hier ein 5,5x125 ist. Schau ich mal die Form an. Der ist vielleicht stabiler, als wenn er anders gefertigt wäre. Und dann sind noch zwei weitere dabei. Und zwar hier der 4x100. Welcher muss unbedingt dabei sein? Und ein 3x100. Sieht so aus. Ja, ist vielleicht gut, um solche Vakuumklemmen oder Schnellklemmen sowas aufzumachen. Wo setzt ihr die ein? Das würde mich interessieren. Und ist diese Form, weil die halt schlimm ist und trotzdem, sag ich mal, ergonomisch geformt, interessant? Oder sagt ihr, das muss gerade sein? Ja, und dann habe ich noch was gefunden, auch ein Tipp aus meiner Community. Ich habe einfach die beste, und zwar einen mit Wechselklingen und das ist zur gleichen Zeit ein Bit-Ratschenschraubendreher. Hier steht auch wieder oben. GS TÜV geprüft. VDE. Und das Doppeldreieck. Das ist das Prüfzeichen, haben wir schon rausgefunden. Bis 1000 Volt. Hier zum Anhängen an den Gürtel. Oben der Barco, der Fisch- und Angelhaken. Naja, habe ich auch in dem Video schon beschrieben. Und wenn wir jetzt hier reinschauen, sind wieder Klinge dabei. Und dieses Mal sind sie slim und auch Pozzi. Und zwar ein PC2x100, ein PC 1x100 und hier ein 5,5x100, also so wie der, nur ein bisschen andere Form. Und dann hier ein 4x100, ein 3x100 und sogar ein 2,5x100. Und jetzt schauen wir uns mal den Griff an, weil das ist ja eben das ganz Besondere, wenn man hier die Wechselklinge reinmacht. Da habe ich da hinten einen Auslöser, dann kann ich die nochmal reindrücken. Dann habe ich da vorne eine schöne, feine Ratsche, nicht ganz preiswertes Teil, ich glaube fast 100 Euro kostet das Näppchen. Ja, und wenn ich ihn rausmachen will, dann eben auch wieder über den Knopf. Ich denke, das ist so Vorschrift. Und das ist wirklich der einzige mit Ratsche, den ich gefunden habe.
Dank euch und ich hoffe, ihr schreibt wieder so viele tolle Kommentare da rein und ich hoffe, die zweite Kamera hat ihren Dienst gemacht und ich habe hier ein bisschen so Ego-Perspektive noch, die ich euch zeigen kann. Und natürlich, dass ihr mir ein Like da lasst und wieder einschaltet. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen. Und hoffentlich bis bald. Und der Hashtag ist natürlich Hashtag Barco. Danke und bis dann. Tschüss.